So, hallo und willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was hier in den 3D-Druckern schon mal angeschmissen. Und ich hatte ja einiges im Voraus aufgenommen. Und da erreichte mich dann ein Kommentar. Muss ich nur die richtige Taste finden? Genau. Und genau dem wollen wir jetzt mal nachgehen. Ja, genau. Verwendbar. Ressourcen. Nee, leider. Vorräte, Ressourcen, alles wurde nicht gesteckt. Gut, Oliver, ich glaube, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Wäre schön gewesen, klar. Genauso wie die Kapsel, das hat mich mehrfach erreicht. Ich lasse einfach stehen. Ich finde sonst meine Basis niemals mehr wieder. Ich kenne mich. So, ich habe die Grafikqualität jetzt mal hin und her probiert und so weiter. Das ist jetzt so das Maß der Dinge. Texturen sehen Töfte aus. Aber wenn wir uns weiter von der Base entfernen, wird es schwierig. Jetzt würde ich gerne etwas anderes ausprobieren. Und zwar hier die Itemspender. Ich gehe mal wieder in First Person. Da kann ich den nicht setzen. Moment, das kriegen wir auch woanders hin. Das wird mich nämlich wahnsinnig interessieren. Zack. Nehmen wir das Tool. Werten den eben auf. Dann stecke ich ihn in eine Tasche. Und wir gehen mal eben zu unserem Eisen- und Kohle-Mining rüber. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Aber wenn das funktioniert, wäre schon richtig crazy. Ja, Container 5, wer auch immer das ist. Ich glaube, ich habe den richtigen getroffen. Dann kriege ich noch einen. Das ist aufgegangen. Einfach nur, um die Slots zu belegen. Und jetzt bauen wir uns hier einen Container hin. Am besten hier so ein Koloss. Ja, okay, alles klar. Habe ich die Sachen nicht wieder dabei. Na gut, okay. Egal. Aber es braucht ja dann Strom. Aber bis zur Basis sollte das doch reichen, oder? Wir werden es ausprobieren. T. Genau. Jetzt habe ich die Sachen in der Tasche. Und kann hier. Maximal auffüllen. Ach, ich kann nichts in die Maschinka legen. Egal, sie drückt. Das ist wichtig. Energie ist dran. Jetzt bauen wir mal den Itemspender. Ich bin ja mal sowas von gespannt. So. Wieder U. So, und rein aus Testzwecken, genau. Rein aus Testzwecken könnte ich ja hier einen Container dran kletschen. Will einfach wissen, ob das klappt. So, und dann brauche ich Rohre. Shift 2. Ja. Die holen wir uns aber erstmal die ganz dicken, langen. Der Dingen hier. Das war es sogar schon. Na egal. Ich denke, ihr wisst, was ich vorhab. Ich will wissen, ob der Item Dispender auch als Übertragungsmedium zählt. Jetzt geh bloß nicht dahin, wo du sollst. Ach, ich habe schon Signal, alles klar. Was? Ich bin da dran. Ich habe keine mechanischen Teile mehr. Och, come on. Mist. Moment, ich habe so viel angeschmissen, ich habe gar kein Kobalt mehr. Das ist das Schlimmste. Mal.
100 ruhig. Ihr seht, ich habe einiges rennen lassen. Auch hier. Was fehlt dem denn? Dem fehlt auch das Kobalt. Den müssen wir also alsbald auf Achse. Aber erstmal sollten wir eine Menge Teile haben. 16 Stück brauche. 9. Weißt du was? Hier gibt es leider kein P-Menü. Können wir den auch mal eben 50 Stück machen lassen. So. Mechanische fehlen nur noch 5. Da 4. Da auch, hä? 3. Nickerchen. Obwohl, warte mal, ich kann da schon mal den Item Dispatcher drauf machen. Shift 1. 8. Denn den Quark sollte ich eigentlich in den Taschen haben. Weiß ich nicht. Was steht denn hier hin? So. 8. Warum dreht sich das immer selbstständig? Wird das ein logischer Drehmechanismus sein? Ja klar, habe ich ja keinen Empfang. Da fehlen jetzt noch Zähne. Also 10 Stück. Ich bin sowas von gespannt, ob das hinhaut. Ja, ich habe zweifach Empfang. Also es sollte theoretisch funktionieren. Die Karre ist voll. Und Strom sollte der Dispatcher ja, Spender ja auch bekommen. Das ist jetzt nur ein Probeaufbau. Ich will das einfach wissen. Na komm. Wo? 1, fertig. Nein, kommt nicht hier an. Ich kann das Ding konfigurieren, aber nur an und aus, okay. Nee, kommt nicht hier an. Schade. Ich habe gedacht, das funktioniert. Mal ganz ehrlich. Warum nicht? Geht das nur von Gerät zu Gerät? Hm, Thema erledigt, funktioniert nicht. Ah. Oh, wie schade. Gut, zurück zum Alltag. Ja, das ist leider immer noch so. Lässt sich nicht verhindern. So, diesmal habe ich den Clicky noch nicht an. Schade. Ich habe echt gedacht, das funktioniert. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, um zum Beispiel auch mobile Container zu generieren? Hm. Das wäre doch schon praktisch. Naja. Hilft alles nichts. Wir brauchen Kobalt. Ziemlich bald. Aber jetzt würde ich erstmal gerne die Basis ausbauen. Ich möchte schick basteln. Das heißt, ja. Fangen wir einfach an. Dafür holen wir uns die richtigen Teile. Gehen in den B-Menü. Deckenplatte. Deckenplatte mit Conveyor-System. Nee, nee. Genau, ein... Halt, stopp. Genau. Wenn ich es da gerade schon sehe, da fällt mir brennend heiß ein. Ich will ja... ebenfalls die Wasserversorgung sicherstellen. Das heißt, Wasserpumpe. So. Heißt eigentlich, wir machen ein Loch. Oh, reicht ja schon, ne? Noch ein tiefer. So, jetzt haben wir ein richtiges Loch. Schön. 7. Ich hoffe, wenigstens das funktioniert.
Heißt, man kann hier aber auch kein richtiges Warenlager-Transportsystem machen. Ja, aber auch schade, ne? Bildmenü. Mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich meine, kommt recht spät, da ich sehr viel im Voraus aufnehme. Aber das wäre trotzdem kein Problem. Ups. Genau. Fertig schweißen. Fertig schweißen. Der muss natürlich noch konfiguriert werden, ne? Jupp. Oh, ein Stecker. Hä? Was denn? Nö, da kriegt man keinen Stecker. Egal, ich hole den erstmal von drin. Ups. Jo, ich glaube, der da müsste gehen, ne? Genau, Kabel. Ich weiß. So, um die Ecke. Darum. Okay. Das funktioniert jetzt. Der pumpt Wasser. Ja. Und dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, hier unseren Futomat, genau, zu sagen, mach mir bitte gereinigtes Wasser. Und zwar 1000 Stück. Der müsste sich jetzt immer schön die Ressourcen da hinten herholen. Der sieht so aus, als ob das funktioniert. Sehr gut. Und hier haben wir unsere Raffinerie. Nein, 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 nein. Wo ist denn die Raffinerie hin? Da ist sie. Genau. Und der sagen wir, du mach uns Deuterium. Und zwar 200 Stück. So, sobald jetzt hier genug Wasser angekarrt wurde, nimmt der sich das und macht daraus Deuterium. Das sollte eigentlich so stimmen. Einfach aus den Gründen versuche ich es mal mit einer zweiten. Da, null. Wo liegt die denn hin? Interessant. Aha. Ist ja interessant. Genau. Ah, geht auch gar nicht anders. Müsst ihr ja direkt andocken können. So. Und dann sage ich, der gibt mal Strom. Gibt mal ein Kabel. Sehr schick. Und sagt der auch 1000 Wasser. Ja, die pumpt auch. Hat noch kein Deuterium gemacht. Klar, es ist eine Menge Wasser, was da reingehen muss, ne? Aha, zwei. Das heißt, irgendwas ist schon hier angekommen. Ja. Er macht unseren ersten Deuterium. Cool. Null. Ups. Das ist so eine Energiequelle, die wir jetzt wirklich sich selbst überlassen können. Deswegen habe ich das gemacht. Das ist eine Sache, um die wir uns absolut nicht kümmern müssen. Uran müssten wir fördern und farmen. Deuterium, also Wasser, versorgt sich jetzt hier komplett von alleine. Ja, ist total übertrieben jetzt mit vier Karren, aber ich kann ja nicht stapeln, dann müsste ich eine höhere Decke machen. So, jetzt kommt genug rein. So haben wir jetzt einen Versorgungskreislauf. Schade, das. Naja, ich meine, könnte man ja mal machen, oder? Einfach die Decke anheben. Dann sollte das doch machbar sein, dass ich da noch so einen Karren drauf kriege. Sollen wir halt mal ausprobieren, ob wir hier stapeln können? Ich meine, so kann man die ja setzen, aber so kannst du die nicht setzen, ne? Wir haben auch ihre vorgeschriebenen Fixpunkte.
Kann ich nur die Decke kleben? Geht, ja. Stapeln geht vielleicht nicht, aber unter die Decke kleben. Interessant. Naja. Wir lassen es erstmal, wie es ist. So, jetzt wollte ich mich nämlich ums Base Building kümmern. Es gibt so viele tolle Teile. Und deswegen... Guck mal, hier habe ich auch schon alles liegen. Fangen wir damit jetzt an. Also, brauche den. Vielleicht auch die. Oh, keine Ahnung. Guck ich mir mal an. Uranium, ist klar. Das sind Türen. Das sind Wände. Haben wir noch welche? Ja, genau. Um die hier geht es mir dann auch. So. Was bist du denn? Der ist Droin. Pampe. Sind Zäune. Das hätte ich nämlich auch gern. Innenwand mit Tür. Innenwand kurz. Short Corner Wall Joint. Ah, ja. So. Wird gern innerhalb der Empfangsreichweite bleiben. Heißt also, wir hauen uns erstmal hier wieder dran. Ja, wenn ich im Weg stehe, geht das nicht. Diese Snap-Punkte sind hier in dem Spiel so wundervoll. Die funktionieren einfach perfekt. Das lässt keine Wünsche übrig, diese Snap-Points. Okay, Sargasmus aus. Hep. Oh. Was machen wir für eine Grundfläche? 3x3 würde eigentlich ganz okay sein, ne? Sollte eigentlich ganz okay sein. Na komm. Ist der jetzt noch einen hochgeklitscht? Echt noch einen hochgegangen, der Schlumpf. Hopp. Du bist brav. Hops. Und dann noch einer. So, und jetzt würde ich mir nämlich gerne mal hier so andere Teile angucken, ne? Zum Beispiel die 6. Cool, welche Höhe haben sie? Ja, nun, ich muss mal Maß nehmen, ne? Ach, die sind noch eins niedriger als normale. Das ist doof. Wenn ich es drehe, lass mal schauen. Ah ja, da muss ich es also hochkant machen. Alles klar, wir haben einen Plan. Gut. Gibt es da Ecken? Gucken, ob es noch irgendwas gibt. Nö, nichts, was dem irgendwie ähnelt. Okay. Wollen wir mal gucken. So. So, das funktioniert. Eine Art kleiner... Warum passt das denn da nicht? Entwickler, was denkt ihr euch? Mal ganz im Ernst. Macht doch keinen Sinn. Naja, oder ich muss das anders platzieren. Lass mal gucken. Sechs immer noch. Nee, das funktioniert nicht. Das ist ja sackeblöd. Was haben wir denn mit der 3? Ja, schmeißen wir mal fertig. Also, okay. Interessant. Hätte sogar die richtige Höhe. Wollen wir mal ausprobieren. 6. So. T. Ja, der Abschluss ist nicht schlecht. Das können wir machen. Kriegen wir erstmal den Boden fertig. Da.
Mal gucken, was haben wir noch für Fenster auf der 7? Jetzt sind ja ganz nette Ecken, aber... Da muss ja erst noch was drunter. Was nicht da ist, oder? 8? Naja, also ich glaube eher, die sind für den Schiffsbau gedacht oder so. Warte mal, stopp. Genau. Was ist denn damit? Das ist zu niedrig. Müsste man einen Unterbau machen. Die würden sich schön auf die Ecke platschieren lassen. Ah, die drehen sich auch nur über Ecke. Ich kann die nicht gerade flanschen. Ne. Die docken aber an. Wollen wir mal fertig schweißen? Aha. Moment. Weg. Weg. Und gucken, ob das dann passt. Ah ja, so passt das dann. Aha. Das könnte man auch machen. Nur eine blöde Ecke, wenn du mich fragst. Dann wollen wir mal gucken, ob das besser geht. 8. Nee, so wollte ich dich nicht haben. Warum? Soll bestimmt eine intelligente Drehfunktion darstellen, aber so intelligent ist die nicht. So. Dann 6. Ja, aber um die richtige Deckenhöhe hinzukriegen, muss ich... Wie viele Blöcke denn da drunter packen? Und B, gib mir mal einfach so einen ganz simplen Baublock. Genau, so ein. Ja, ja, ja. Ja, ha, danke. Hörung. Jo, das wäre die richtige Höhe. Machen wir eine Fußleiste erstmal drunter, würde ich sagen. Erst eine Fußleiste drunter, okay? Ach, hier muss man die Blöcke hier einzeln wählen. Die haben kein Auswahlfenster. Kriegen wir aber auch noch hin. Da wollen wir mal schauen. Ich vermute, dass es der Winkel ist. Wir werden es testen müssen. Na, so, oder? Ja. Dann Shift 3. Und dann die 8. Okay. Ja. Ja, eventuell. Lass mal gucken. Mal, ist so schwer zu sehen im Rohzustand. War eigentlich fast noch so eine Reihe da drauf knallen, ne? Die kann ich. Ah, das ist ja jetzt doof, oder? Kann ich das da nicht abschließen? Na, mal gucken. Ja, mit der 1 wird's gehen. Brauche eh einen vernünftigen Abschluss, um auf die nächste Kante zu wechseln. So, T, abschweißen. Okay, ja. So mache ich's. Upsala. Da liegt darum. Haben wir hier eine Fußleiste? Moment, warum immer Fußleiste? Ich würde mal was anderes checken. Wir haben doch da eben so einen coolen Bollermann gehabt. Genau, die 3. Kann ich den nicht auch zurecht switchen? Orp. Mal ausprobieren. Nur mal ausprobieren. Ja, da könnte dann auch einer, könnte auch einer hinpassen. So, hätten wir Außenbeleuchtung. Jetzt sag mir, das funktioniert und wir werden alle glücklich.
cool. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist richtig cool. Das ist cool. Ich finde das gerade mega. Lass mal hier einreißen. Vielleicht nur noch mal besser als... Ich könnte jetzt auch so andocken. Aber ich finde es doch so etwas besser. Könnte man sogar eine Innenraumbeleuchtung mit generieren. Aber ist schade. Passt maßtechnisch nicht. Aber das... Moment, wie viel fehlt denn überhaupt? Genau, hier. Wie viele Blöcke sind das in Blöcken? Einer. Ganz ehrlich, ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. So, Shift 2, Shift 3. Dann die 3. Licht nach außen. Licht nach außen. Mal abspeisen. Jo. Zack, zack, 3. Ja. Nee, war schon richtig. So, wie ich das hinterher auslaufen lassen muss, ich habe keine Ahnung. Ob das überhaupt aufgeht. Ich weiß nicht. Aber es funktioniert schon mal. Bin ich schon mal echt stark von überrascht. Dritten Höpscher Wintergarten. Da habe ich schon wieder einen Denkfehler. Da muss ich nämlich wieder die Zuppelecke basteln, ne? Ja. Geh mal eben schlafen. Ist mir zu düster. Ist Nacht und nachts soll man schlafen. Was sagt der Deuteranium? Szene. Funktioniert also super gut. Das ist eine Energiequelle, die wir jetzt so nonstop generieren können, ne? Ich habe hin und her überlegt, wie kann ich genug Energie und welche Energie und was und jo, das kam dann dabei raus. Deuterium. Das Einzige, was wir ohne Probleme... 1, 2... Also 1, 2, 3 Stück einfach mal ab der Ecke legen. Genau. 3. Was? Nein, geh weg. Und dann kam hier die Ecke. Ab hier allerdings doch von außen. Jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. So. Nee. Ja, doch. Mal Funzel an und ich gehe mal in First Person. Funzel, danko. Genau, Dreieck. 1, 2, 3 vom Rand kommt das erste Dreieck mit der Außenkante. Nö, das stimmt ja.
Wirkt aber gerade nicht so, als ob das passt. 8. Ja. Jetzt können wir nachdoktoren. Ist ja gar keine Problem. Genau, da kam dann ein ganzer Würfel rein. So. Na, da passt jetzt definitiv keiner mehr von den Leuchtendingern rein. Das heißt, ich kann die auch umbauen. 4 haben wir da. Einer muss wegbleiben. 3. Mal gucken, ob das geht. Eins. So. 3. Bin ganz froh, wenn ich jetzt... Ah, das ist das Licht, ja. T. So. Abdecke 1, 2. Jo, passt sogar. Haben wir eine gute Aufteilung, glaube ich. So, jetzt lass uns das mal angucken. So. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir das gleichmäßig hinkriegen. Hier fehlt was, ne? Ich will aber nicht weiter nach innen rücken. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber weißt du was? Machen wir erstmal die Verkabelung. Ich will sehen, wie das aussieht. Nur die Funzel aus. Blub, 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 blub. Da muss ganz schnell was gemacht werden, Olli. Sonst ist das nicht gut. Warte mal. Na? Danke. Shift 2, Shift 3. So. Ja. Ja. Genau da. Danke. So. Und hier gibt es aber leider keine kleinen Stegs, ne? Wie wär's denn der gelegten Wand? Okay, was ist das eigentlich für ein Teil? Ah ja, ich glaube, das ist hierfür dann, ne? 0, 9. Müsste eigentlich dann damit passen, oder? Ja. Auch nicht uninteressant. Ah ja, guck mal. Schnauze. Ja gut, das sieht von innen, naja. Egal. Nicht lange rumzettern. Du musst hier eben schick machen. Na. Ich lauf hier oft genug durch. Ich kenne mich. Außerdem ist das so echt nicht schick. Lad mal eben den Akku nach. Na, jawohl. Das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Achso, hier kann man gar nicht so. Ja, doof. Und da komme ich eh nicht mehr durch, weißt du was? Das muss ja gar nicht sein. Da, B. Haben wir doch so schmale Türen hier irgendwo, ne? Dünn genug? Nö, du bist nicht dünn genug, okay.
Noch eine Tür noch. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Ich sehe gerade nichts, total überstrahlt. X. So rum. Wo hänge ich denn schon wieder? So. Der Kante. Ach, sieht auch blöd aus. Dann bleibt das erstmal so. Fertig. Bis ich da eine andere Idee gefunden habe. Das ist der Uranium, ne? Ja. Hier soll zukünftig Deuterium sein. Beziehungsweise will ich komplett auf Deuterium umsteigen. Okay, jetzt habe ich wieder vergessen, warum ich rein bin. Ah ja. Kabel besorgen. Kabel, Kabel, Kabel. Was hat der denn? Verstehe nicht das Zeichen. Später. Ach, come on. Und der Shit. Dann halt nicht. Schon cool. Hat was. Naja, jetzt sind wir schon wieder so weit am Ende. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Bin mal gespannt, wie wir hier weiterbauen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.